Leute, hallo und herzlich willkommen zu Kika Live. Ihr seht es schon hinter mir. Heute nehme ich euch mit in die Welt des Zirkus. Genauer gesagt in den Zirkus der Zukunft vom Zirkus Roncalli. Ich freue mich. Hallo Markus, servus. Servus Ben. Ihr nennt euch der Zirkus der Zukunft. Was genau bedeutet das? Wir sind der erste Zirkus, der tierfrei ist. Bei uns gibt es Tiere als Hologramm. Dann sind wir der erste Zirkus, der plastikfrei ist. Wahnsinn. Dann sind wir der einzige Zirkus in Europa, der mit der Bahn reist. Dann haben wir alle Glühbirnen hier umgestellt auf LED. Das ist ja auch nur zwei, ne? Na, so 10.000. Wenn du putzt, brauchst du ein bisschen. Du hast gesagt, hey, wenn du vorbeikommst, dann musst du auch alles mal ausprobieren. Was kannst du denn? Na, alles. Alles? Spagat? Yes. Salto? Yes. Handstand? Yes. Okay, auf geht's, komm. Manege frei für Bernie und Kikalei. Manege frei. Oh. Es ist halt einfach krass, ne? Du kommst rein und bist gefangen in so einer. Ja, es ist dann doch Magie, oder? Na, wir sagen, ronkalisiert bist du. Ja. Ich bin ronkalisiert. Toll, oder? Wahnsinn. Ja, also bei uns gibt es ja alles, sogar noch Sägemehl. Also wir haben holographische Tiere, aber wir haben noch Sägemehl, weil das musst du riechen. Und guck mal, sowas haben wir auch. Was ist das? Das sind die Bello Sisters. Hallo Mädels. Hi, hallo, ich bin Ben. Wer bist du? Die Lorraine. Und du? Jolene. Und du? Celine. Ah, und zusammen nennen sie sich die Bello Sisters. Passt ja perfekt, weil ich bin Bello Bernie. Seid ihr denn wirklich, ist es wirklich so, wie man sich das vorstellt, jeden Tag nur im Zirkus und jeden Tag proben und dann noch ein, zwei Aufführungen? Ist es tatsächlich so? Ja, es ist wirklich tatsächlich so. Also das muss so sein, weil man muss einfach jeden Tag den Körper in Bewegung behalten und so weiter, sonst rostet der ein. Ich habe euren Kollegen hier so ein bisschen belogen. Ich habe gesagt, ich kann alles, eigentlich kann ich gar nichts. Das Einzige, was ich habe, ist einen starken Kopf und starke Arme. Ach. Pass mal auf. Warte. Oh. Geht jetzt erstmal nicht in Handstand. Einfach mal. Oh yes. Oh. Was war los? Darf ich mal ganz kurz eure Muckis anfassen? Wir haben einige. Ihr habt ganz schön viele Muckis. Es ist eher Technik bei uns. Das ist nicht ins Fitnessstudio gehen und irgendwie 100 Kilo hochheben oder so. Mhm. Das ist bei uns wirklich mehr Technik. Jetzt kommt noch eine Sache. Kennt ihr die Bremer Stadtmusikanten? Kennt ihr die? Ladies and Gentlemen, mit einer Weltpremiere hier im Zirkus Roncalli. Die Bremer Stadtmusikanten. So kommt man nämlich auch zu seiner Rückenmassage. Gehen die wirklich nach oben noch weiter? Ich raste aus. Wir schaffen es. Jawoll! Yeah, wir haben es geschafft! Wenn das mal keine super neue Nummer ist. Oh. Wisst ihr was? Wir machen eine gemeinsame Nummer. Ab heute sind wir die Benno Sisters. Ben is never next to me. Space. Das hier ist Robert Wicke. Der heißt Robert Wicke, weil das ist sein Geburtsname. Das heißt, er heißt wirklich so. Du hast gar keinen Künstlername, ne? Nee, mir ist nichts eingefallen. Soll ich dir einen Namen geben? Nee. Böse Katze, böse Katze. Aber das ist ja nicht besonders. Wie ist der nächste Step? So fängt es an. Also böse Katze ist schon mal nicht schlecht. Oder was ich früher gelernt habe, war, es ist ja, sie putzt, sie kratzt. Mit R geht es leider nicht. Ja. Aber also sie putzt, sie kratzt, sie putzt, sie putzt, sie kratzt. Sie putzt, sie putzt, sie putzt, sie putzt, sie kratzt, sie putzt, sie putzt, sie putzt, sie putzt, sie kratzt. So, jetzt kommt noch der große Zirkustest. Warte mal ganz kurz. Ja.
Ding, ding, ein großartiger Mann. Dankeschön. Bis bald, ja? Tschüss, tschüss. Ja. Ja, also ich mag dich wirklich voll gerne, aber bei mir kommt immer so ein Schuss heiß dann durch den Körper. Kennst du das? Also. Ist das Aufregung oder was ist das? Ach du, ey, hier oben ist es viel wärmer als da unten. Oh Gott. Da oben ist es immer heißer wie... Oh Gott. Da. Ich bin nicht angeschnallt, Friends of the Sun. Gut festhalten. Oh! Das ist, oder? Das ist ja mega. Heißt du wirklich Vivi Roncalli oder... Nein, eigentlich Paula. Du bist wirklich im Zirkus geboren, kann man schon so sagen, gell? Ja, schon. Ja. Immer noch im Krankenhaus, aber schon im Zirkus. Nein. Was könnten wir denn jetzt zum Beispiel zusammen noch machen? Also ich könnte versuchen, dich zu halten. Macht man das ins Gesicht? Nein. Vivi, du meinst das wirklich ernst, ne? Halt dich gut fest. Ja. Ach du Shit. Es hat geknackt bei dir. Okay. Okay. Mach ich ganz selten. Vor dir zieh ich den Hut. Alter Schwede. Wahnsinn. So Leute, ich bin hier nicht beim Zahnarzt. Nein, hinter mir ist tatsächlich ein Roboter in der Zirkusmanege. Diese crazy Maschine, das ist tatsächlich dein Baby? No, it's the boss. What's the name of the robot? Pauline. Peter. Ja. Also, wie soll man sagen, Pauline und Peter, Pauline und Paul hängen echt an dir, ne? Du hast hier die Fernsteuerung von diesem genau. Wahnsinnsding da. Genau. Kann ich auch mal steuern? Ja, natürlich. Zirkus der Zukunft heißt natürlich auch Zirkus ohne Tiere. Ihr habt aber Tiere. Und zwar habt ihr goldene Pferde. Wow, aus Goldstaub, die hier so langlaufen, in Form von Hologrammen. Wie genau. Funktioniert das? Ja, schau mal, du kannst hier hinfassen. Das ist eine Gase, das ist wie ein Nylonstoff, wie eine Nylonstrumpfhose. Also wir haben in den Kulissen 11 Beamer, Tageslichtbeamer versteckt. Das ist eine riesen Kinoleinwand, 6 Meter hoch mal 36 Meter. Und da animieren wir dann plötzlich aus Goldstaub Pferde. Hallo! Ei! Ei! Ich habe jetzt schon echt viel erlebt und ich danke dir dafür. Mir tut der ganze Körper weh, aber einen Wunsch hätte ich noch. Ja? Dürfte ich mal bei den Clowns vorbeigucken? Na klar! An dieser Stelle grüße ich meine Kollegin Jazz. Jazz, ich sehe make-up-technisch gerade so ähnlich aus wie du, oder? Ich habe noch nicht ins Spiel geguckt. Jawohl, Clown Bernie ist da. Warte. So Leute, Clown sein ist wirklich ganz schön anstrengend. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe heute genug gemacht. Ich darf mich jetzt abschminken und dann endlich der großen Show zu sehen. Ladies and Gentlemen, es ist Zeit für Zirkus.